Jetzt haben sie ja diesen Sommer wieder was ganz Neues, das hat man noch gar nicht. Das Einzige, was wirkt, wo sie sich wirklich immer wieder was Neues einfallen lassen, sind ja diese biologischen Epidemien, mit denen sie versuchen, uns auszurotten. Der Patient gibt Geld aus, nimmt Medikamente ein und die Pharmaindustrie gibt Medikamente aus und nimmt Geld ein. Da wäre doch hier Panik angesagt, oder? Das Gesundheitsministerium würde vor dem Besuch von Imbissbuden warnen. Das geht doch hier alles in die falsche Richtung. Was tun wir denn in diesem Land? Wir animieren Menschen zum Zähneputzen und wollen das Rauchen verbieten. Das würde doch eine Bevölkerung wie die Deutsche niemals akzeptieren, wenn es eine öffentliche Einrichtung gäbe, in der sich jedes Jahr bis zu 600.000 Menschen mit einem Erreger infizieren, an dem bis zu 15.000 Menschen sterben. Das würden wir doch nicht akzeptieren, oder? Oder doch? Es kommt vielleicht auf die öffentliche Einrichtung an. Um Sie mal kurz zu beunruhigen. Es gibt so eine öffentliche Einrichtung. Da haben Sie ja Einfallsreichtum. Wissen Sie noch genau, in welcher Reihenfolge wir jetzt schon an Rinderwahnsinn, an Vogelgrippe, an Schweinegrippe, an Dioxineiern und Ähnlichem zugrunde gegangen sind? Langfristig hat sich herausgestellt, scheint das Einnehmen von Geld gesünder zu sein. Das ist Rot-Grün. Da säuft einer ab und die sagen, nee, Rettungskonzepte haben wir nicht, aber wir schütten nicht noch mehr Wasser drauf. Das Einzige, was wirkt, wo sie sich wirklich immer wieder was Neues einfallen lassen, sind ja diese biologischen Epidemien, mit denen sie versuchen, uns auszurotten. Da haben sie ja Einfallsreichtum. Wissen Sie noch genau, in welcher Reihenfolge wir jetzt schon an Rinderwahnsinn, an Vogelgrippe, an Schweinegrippe, an Dioxineiern und Ähnlichem zugrunde gegangen sind? Jetzt haben sie ja diesen Sommer wieder was ganz Neues, das hat man noch gar nicht. EHEC. Nein, das ist nicht der neue europäische Rettungsschirm. Der heißt EFSF. Das heißt, europäische Finanzhilfen scheitern fürchterlich. EHEC stand für EHEC. Jetzt haben Sie es wieder, ne? EHEC, das ist Ehe mit C, also christlichem C daran. Spanische Gurken lösten den islamistischen Terrorismus von der Top-Position der Bedrohung ab. Und wie das bei uns mit der Sippenhaft so ist, insgesamt wurde Gemüse völlig unverkauft. Ja? Und da stellte sich am Schluss raus, es waren doch nur die Sprossen. Nur die Sprossen waren gefährlich. Und wo kamen die her? Aus Ägypten, arabische Sprossen, meine Damen und Herren. Da habe ich wieder auf die Schlagzeile gewartet, Bioterror durch Al-Qaida. Ich finde es immer völlig erstaunlich, worüber die Menschen hier in Panik geraten und worüber sich kein Mensch aufregt. Stellen Sie mal folgendes Szenario vor. Stellen Sie mal vor, in deutschen Imbissbuden würden sich jedes Jahr 500.000 bis 600.000 Menschen mit einem gefährlichen Keim infizieren und davon würden bis zu 15.000 Menschen jedes Jahr sterben. Da wäre doch hier Panik angesagt, oder? Das Gesundheitsministerium würde vor dem Besuch von Imbissbuden warnen und die Boulevardpresse würde sich überschlagen. Ne? Der Vampir-Imbiss mit den Killerbuletten. Jeden Tag würden die größten Fritteusen, Ferkel und Frikadellenschweine, ne, an den Pranger gestellt. Zum Glück kann sowas ja gar nicht passieren, weil es gibt Hygienevorschriften für Imbisse in Deutschland. Und da müssen Sie auch dran halten, weil das wird kontrolliert von staatlichen Kontrolleuren. Das würde doch eine Bevölkerung wie die Deutsche niemals akzeptieren, wenn es eine öffentliche Einrichtung gäbe, in der sich jedes Jahr bis zu 600.000 Menschen mit einem Erreger infizieren, an dem bis zu 15.000 Menschen sterben. Das würden wir doch nicht akzeptieren, oder? Oder doch? Es kommt vielleicht auf die öffentliche Einrichtung an. Um Sie mal kurz zu beunruhigen. Es gibt so eine öffentliche Einrichtung. Und nein, es sind nicht die Bahnhofstoiletten. Und auch nicht die Hinterzimmer der Fixerstuben. Es sind die deutschen Krankenhäuser. In deutschen Krankenhäusern infizieren sich jedes Jahr bis zu 600.000 Patienten mit Keimen, die es nur in Krankenhäusern gibt. Deshalb muss man ja extra dahin. Und bis zu 15.000 sterben daran. Und das Phänomen ist auch seit Jahren bekannt. Das ist alles nichts Neues. Insider haben schon immer gescherzt, dass es sich unter Infektionsrisikogesichtspunkten gesehen sehr viel sinnvoller ist, sich auf einer Waldlichtung operieren zu lassen, als in einem OP. Aber und obwohl in vielen Studien seit Jahren immer wieder bewiesen worden ist, dass sich ein Großteil dieser Infektionen in den Krankenhäusern verhindern ließe, wenn die Ärzte sich an minimalste Hygienevorschriften halten würden, zum Beispiel das Händewaschen nach jedem Patientenkontakt, kommt bei uns keine Panik in der Presse auf. Es gibt keine Artikel über das Chefarztferkel von der Todesstation oder die Killervisite vom Handwaschmuffel. Aber jetzt wird die Regierung aktiv. Haben Sie es bemerkt?
Im Schatten der Ehekrise, ganz geschickt platziert auf dem Höhepunkt der Ehekrise, hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der soll die Krankenhäuser jetzt zwingen, einfachste hygienische Regeln einzuhalten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Die müssen diesen Ärzten per Gesetz vorschreiben, sich an einfachste hygienische Regeln in Krankenhäusern zu halten. Und das, wo diese Ärzte seit Jahren rumjammern, dass die Versorgung der Patienten nur sichergestellt werden kann, wenn ihre Honorare erhöht werden. Also ich schlage eine Handwaschprämie für Ärzte vor, mit einem Chefarztzuschlag, meine Damen und Herren. Langfristig hat sich herausgestellt, scheint das Einnehmen von Geld gesünder zu sein. Probieren Sie es mal. Lassen Sie sich bei der nächsten kleinen Depression einfach mal 500 Euro in bar verschreiben. Ein Gesundheitswesen kann nicht alles leisten. Unseres hält die Pharmaindustrie gesund. Viele zittern vor der nächsten Stufe der Gesundheitsreform. Es trifft ja nicht die Ärzte allein. Auf jeden verhungerten Arzt. Und dieser Text, den ich gerade spiele, ist auch über 13 Jahre alt, meine Damen und Herren. So lange verhungern die schon in unseren Zeitungen. Das ist auch ein zähes Pack, kann ich Ihnen sagen. Auf jeden verhungerten Arzt kommt immer noch ein arbeitsloser Pharmareferent und zwei ruinierte Immobilienmakler. Das Schicksal der Zahnärzte rührt die Nation inzwischen zu Tränen. Das sind die ärmsten Schweine überhaupt. Zahnärzte, mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Dabei würden wir bei Einsparungen in dem Bereich ja gleich doppelt sparen. Da hat die CDU ja völlig recht. Die CDU hat ja im Gesundheitskompromiss vom letzten Herbst durchgesetzt, dass der Zahnersatz aus den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen werden soll. Aber der Plan war, ab 2005 sollen sie Zahnersatz und Krankengeld separat versichern. Das ist jetzt aufgeschoben, haben sie heute gesagt. Ja, also es wird vielleicht erst übernächstes Jahr kommen, aber es wird kommen. Sie müssen das separat versichern. Das ist günstiger, wenn Sie das ohne Ihren Arbeitgeber separat versichern, den Zahnersatz. Ja, das ist günstig. Ja, nicht für Sie. Dummerle. Ja, das müssen Sie sich wirklich mal aufschreiben. Wenn Merkel oder Schröder sagen, es ist gut für Deutschland, sind nie Sie persönlich gemeint. Aber die Merkel hat es doch erklärt vor einem Jahr. Auf der Pressekonferenz nach der Einigung im Gesundheitskompromiss, da hat sie gesagt, sie habe ausrechnen lassen, ich vermute von einem dreijährigen Unternehmensberater, sie habe ausrechnen lassen, für 7,50 Euro im Monat kann man sich den Zahnersatz separat versichern lassen. Wenn das stimmt, habe ich damals gesagt, und die Merkel lügt mich ja nicht an. Warum haben die das nicht sofort gemacht? Warum sind nicht damals sofort alle Kassen hingegangen, haben für jeden von uns für 7,50 Euro im Monat eine Zahnersatzversicherung bei Frau Merkel abgeschlossen? Aber so blöd ist nicht mal die Merkel.